Direkt im Anschluss von der gestrigen Folge machen wir weiter hier in Warlords of Draenor, der guten Beta mittlerweile. Ich bin als meine Jägerin unterwegs, beziehungsweise eine kopierte, nee, Quatsch, neu gemachte Jägerin. Meine kopierte geht ja noch nicht. Und wir fangen direkt mal an, hier so ein bisschen Orks zu zerlegen. Die will mir hier ins Leder, kommt aber gar nicht mit ran, weil, ne, Jäger und so. Und hier kann man auf jeden Fall schon mal ein paar Sklaven befreien. 1 von 6. 1 von 1. Okay, das war jetzt einfach. Achso, ich muss nur einmal Frostwolf Slaves und einmal Karabor Slaves befreien. Die natürlich schön eingezeichnet sind auf den jeweiligen Kartenstücken. Also hier ist auch schon sehr viel schöner, finde ich, von der. Ich finde, das ist sehr viel schöner als im Hordengebiet. Guckt euch mal wirklich die Pflanzen, also die Vegetation hier an. Ist richtig nice. Hier wird es auch richtig düster, trotz allem. Gut, das ist ein bisschen frei, aber naja, kann man mit leben. So. Da ist eine Schurke, glaube ich, mit drin. Zählt leider nicht als Kill. Nicht bei mir. Ein Krieger. Camel Hoarder. Auch nicht schlecht. Help us! Ja, muss ich kurz warten wieder. Jetzt kann ich wieder befreien. Es geht recht schnell. Ist auch so schön. Befreit, nicht befreit. Befreit, nicht befreit. Was ist das hier eigentlich? Inferno. Release the bolt of magical fire at the nearby flammable objects. Ach ja, richtig. Ich muss ja auch Hütten verbrennen. Und jetzt kriegen wir da unten Besuch, wie es aussieht. Gleich mal mithelfen. So. Den guten Glaive-Shot reingemacht. Aber leider ist es immer noch so, dass man nicht in eine Gruppe gehen kann, um gemeinsam gegen irgendwas zu kämpfen. Das wird leider getappt vorher wieder von jemandem. Das finde ich ziemlich scheiße. Und dadurch hat man natürlich wieder hier gerade in Anfangsquesten echtes Nachsehen. Das ist immer ein bisschen super doof, finde ich. Ja, kommt. Kurz totstellen. Alles aufs Pad umlenken. Naja, das geht schon besser. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja, gleich. Haben wir gleich. Ja, ja. Das ist im Übrigen wirklich so, ihr habt es vielleicht in der ersten Folge schon gesehen, dass, das blöde Räuspern geht mir voll auf den Sack gerade. Achso, die H-Taste habe ich auch noch nicht drin. Ich habe ein paar definitiv nicht angelegt. Also ein paar, wie sagt man auch gleich wieder, Shortcuts. Muss ich ja nur gucken. Browse ist Alicia. Ich wollte die Iron Horde Dingsbums mal looten. Da gibt es dann Healing Potions noch drin, sehr schön. Die Sache ist die, ich kann nicht meine eigenen UIs benutzen. Das heißt, ich kann auch nicht meine eigenen, momentan meine eigenen Keys benutzen, meine Einstellungen benutzen. Und dadurch fehlen mir die ein oder anderen Sachen tatsächlich. Cool finde ich im Übrigen, dass wenn man diese Skills hier benutzt, um Sachen zu verbrennen, dass man die nicht mehr anklicken muss dafür, sondern dass sie automatisch gewählt werden. Also alles, was in der Nähe ist, wird angebrannt. Das ist eigentlich ziemlich nice. Die muss ich nicht mehr töten, das heißt, euch lasse ich mal in Ruhe. Aber Hütten muss ich noch anbrennen. Da unten sind ganz viele. Hier sind auch mal welche. Und dass oben über meinem Kopf eben immer dieses Feuersymbol dann auftaucht und mir sagt, hey, jetzt kannst du. Beziehungsweise in der Mitte halt das Icon. Da kommt sogar brennend raus. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich böse. Brennende Orks in der Art mit einem richtigen Schrei hat man auch noch nicht. Heftig, heftig. So, dann kommt mal ran hier. Brennt, ihr Schweine, brennt. Da kommt wieder einer raus hier. Brennende Ork springt runter ins Wasser. Boah, makaber. Heftig. Hier ist noch ein bisschen. Ne, hier könnten sie, glaube ich, noch ein bisschen was machen am Wasser. Aber sonst ist es schon ziemlich cool. So, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ready to turn in. Ready to turn in. Das ist auch neu hier in der Quest. Guckt doch mal. Da steht es immer dran: Ready for turn in. Um nochmal richtig zu sagen: Hey, ist es bereit, um es abzugeben? Das ist richtig cool. Und wieder mal auf die Grafik. Also, sorry, ich muss nochmal zeigen hier. Das ist schon. Also, ich gehe jetzt mal, Moment, mal ran hier. Das ist ja schon der Hammer hier, oder? Für die alte Grafik aufgebohrt? Also alte Rechner werden da schon ein bisschen zu rödeln haben mittlerweile. Nächste Frage ist, habe ich meine Grafik eigentlich hochgestellt? Also ist die wirklich auf maximal? Das ist ja nicht, ist ja so, dass er, ach guck mal, Anti-Aliasing kann ich noch auf CMAA mittlerweile stellen, das ist auch neu. Vertical-Sync brauche ich nicht. Texturen sind schon auf High. Das ist eigentlich bei mir so, so customized. Recommended 8, das ist eigentlich egal.
Alles auf Ultra, Sunshafts und auf High, das geht glaube ich auch nicht viel höher. Customer, genau, die habe ich Custom gestellt. Cool. Sehr cool. Ich habe eh ein paar Sachen höher gestellt als normal, von daher. Ach, gucke mal eine an. Neue Ravager. Ach ja, Pets zähmen, wird dann auch noch sehr interessant werden. Mal gucken. So, abgeben von Quests. Wahrscheinlich ist das der Quest-Tab hier. Ich gehe mal davon aus, dass ich 10 Milliarden neue Quests gleich bekommen werde. Das sind erstmal neue Höschen. Wenn ich es dann mal abgeben kann. Jawohl, ja. Jetzt könnte ich fast ein bisschen leiser machen. Auti, Auti. System, Audio. Sound. Hatte ich aber alles schon sehr weit runtergedreht. Das ist komisch. Na gut. So, dann gibt es hier definitiv eine neue Quest wieder. Combat, Advanced Combat Mechanic. Ich habe das Gefühl, es ist für irgendwas anderes. Mal gucken. Ich habe ja jetzt keine neuen Skills wirklich partout bekommen. Sondern es könnte eventuell für meine Garnison sein, werden, machen, tun. Okay, speak to Arlok. Arlok. Ich denke mal, das ist das komische Auge da hinten. Da, wo auch die ganzen anderen Spieler jetzt hinreiten. Ja, der hat sich schon hier. Ne, der wird verfolgt, genau. Bleeding Altar. Hi. Na? Das ist so lustig, das Auge hier. Hallo. Hallo, Auge. Witzig. Nee, ich muss aber wieder da hoch, wie es aussieht. Ich muss doch erstmal mit ihm sprechen. Dann stand er doch da vorne. Okay. Außerdem soll ich mir die Hose gleich mal anziehen. Das Höschen. Okay. Ich sehe gerade. 505 gegen 5. Ja, okay. Also ich hatte einen blauen Bogen auch am Schluss. Immerhin einen blauen Bogen hatte ich. Wahnsinn. Ich finde es auch so komisch, dass dir die Standardausrüstung in grün gegeben wird bei einem Template. Also es ist wie gesagt nicht mein Hauptcharakter. Es ist zwar die Klasse, aber nicht. Ach, da ist er. Aber nicht mein Charakter. Der konnte nicht kopiert werden. Das ging noch nicht. Das heißt, ich muss jetzt leider hier ein bisschen mit diesem predefined, also Template-Vorschlagsjäger rumlaufen. Jetzt habe ich hier einen Native-Orc mit dabei, wie es aussieht. Steigen wir mal ab. Sieht man den auch, wo ist er? Da kommt er. Der rennt jetzt erstmal direkt hier hin. Okay, da müssen wir drauf rumhauen, wie es aussieht. So, diese Blutorbs kaputt machen, weil ich mache mal kurz Abkürzung hier. Schwupp. So, hauen wir auch putt. Flutsch. So, it looks like was. Kann keine Rest of the work is done, Champion. Ja, und jetzt, wenn das hier. Ich setze mich jetzt mal auf meinen Thron. Nee, geht nicht. Scheiße. Das Auge guckt jetzt dahin. Gut. Der hat, glaube ich, Hunger, wenn er rauskommt. Die Frage, wo wir hin müssen. Two of three Blood Ritual Orbs destroyed. Es ist aber. Ach, da oben ist noch einer. Okay, alles klar. Müssen das noch hoch. Wenn wir da hochkommen. Wahrscheinlich über diese behelfsmäßige Treppe. Hinten rum. Ah, hier kommt man hoch, alles klar. Hoppel, hoppel, hoppel. Hoppel, 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 hoppel. Ah, zu groß. Elefant. Und Putt machen. So, jetzt müsste befreit sein da unten. Cutscene. Ich glaube, der ist jetzt nicht so happy. Und der auch nicht. Und der auch nicht. Ja, sieht ziemlich badass aus mit dem Bart, wo der Schädel dran ist. Oh, scheiße. Das wird bestimmt noch vertont, bin ich ziemlich sicher. Jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal kräftig eins auf die Omme. So, Rückzug, ne? Für schnelles Runterkommen. Und dann gibt es direkt auf die Omme da hinten. Aber da ich da gar nicht hin muss, wie ich gerade sehe, was ist das denn gewesen? Der kann fliegen. Ich muss mich in die andere Richtung. Ready to turn in. Ich wollte mir aber prügeln, Mann. Jetzt wird hier nur bedroht erstmal. Naja. Da hinten doch, da ist sie, doch, jetzt prügeln sie sich hier. Da prügeln sie sich. Gut gegen böse. Schön. Schön, schön. Na gut. Wir reiten hier erstmal wieder durch die Gegend an Death by Ravagers, die vorherige Version der Ravagers, bevor sie dann keine Flügel mehr hatten. Ih, bäh, pfui, eklig sind sie immer noch. Und ich glaube, jetzt komme ich doch langsam in Richtung meiner Garnison. Das sieht schon ganz gut aus da vorne. Oder ist das orkisch? Ich glaube, wir müssen es erst einnehmen. Aufgabe follow Khadgar. First we deal with the bridge. Ja. Yep. Effektiv. Now, let's get moving. Okay. Khargar hat the Proving Grounds. Okay. Da ist unser guter Thrall schon wieder. So schnell kommt man an Gold. Jetzt gibt es ja gleich eine neue Rüstung. Sehr nice. Ja, klar, natürlich. Und dann reite ich mit meinen kleinen Kumpanen mal hier weiter. Oh, hier sind
einige Leute angekettet. Mandragosa. Kann man die zähmen? Bestimmt, oder? Wie ein Blümchen. Ja, kommt da ja Biest raus. Ah, schon tot, schade. Ja, ist noch was. So, ich weiß gar nicht, was ich angreife. Ich sehe es nämlich nicht, was da hinten drin steckt. Ja. Und nun? Achso, ja, hier, einfrieren. Schön channeln, weiter channeln. Das Feuer hier ausmachen. Ich bin also quasi eine laufende Feuervernichtungsmaschine. Mit anderen Worten, ta-tü-ta-ta, die Feuerwehr ist da. Und dann geben wir den Scheiß schon wieder ab. Macht aber Spaß soweit. Ich darf mich nicht zu sehr spoilern. Ich will das Spiel noch spielen, ohne dass ich es kenne. Ich würde vor allem auch gerne abgeben, aber ich sehe wieder nichts. Moment. Wieso kann ich... Untrack, Track. Ach, da hinten. Okay. Beim guten Maladar. Yay! Und direkt wieder eine neue Rüstung. Katsching! In Blau. Aber ansonsten sieht es gleich aus. Naja, Blau steht noch besser. So als Wolf. So, und dann müssen wir mal rein in die Arena. Das sind die Proving Grounds, wie es hieß. Ich glaube, das Tor ist noch. Jetzt geht's auf. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns also beweisen. Direkt mal absteigen hier. Und da wird auch schon gesprochen. Ich mache schon mal hier Fallerei. Direkt die Falsche im Übrigen. Und gehen wir auf Tarnmodus. So. Hier wird mich gleich geprügelt. So wie es aussieht zumindest. What? Ja, sag ich doch. Sehr schön, da hat es mich gerade direkt aus dem Spiel rausgehauen. Das ist natürlich jetzt nicht so nett, muss ich sagen. Jetzt hoffe ich, dass meine Einstellungen noch da sind. Aber das Schöne ist, dass meine Kompagnons hier direkt nochmal ein bisschen was getötet haben. Und jetzt kommt direkt die Cutscene, wenn ich reinkomme. Hab's gerade noch mitbekommen. Mit Nahaufnahme. Vom leider Gottes noch schlechten Katka. Wer jetzt erstmal gesagt hat, nee, wir haben keine Zeit für den Scheiß. Ich als Erzmagier mache ja erstmal die Bude frei. Mr. Cool. Eiskalt erstmal alle erledigt. So, escape to the arena haben wir gemacht. Finde ich auch cool, dass man hier wirklich mit der ganzen Mannschaft mitlaufen kann. Quickly into the cave before they thaw. Ein englisches Wort, das ich nicht kenne. Müssen wir mal nachfragen. Das war schon sehr schön hier. Lass mal gucken. Hier. Da rennen sie. Horde und Allianz, Seite an Seite. Finde ich sehr geil. Im Übrigen hier auf der Allianzseite. Und dass Thrall auf beiden Seiten auf einmal sein kann, finde ich auch lustig. So. Wieder eine Cutscene. Boah, hier sind sie aber echt nicht zu... ja, er macht einen... Der Archmage kann halt was, ne? Wir hätten kämpfen können, aber wir verschaffen uns eher ein bisschen Zeit. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ich mag dich. Du bist cool. So. Jetzt wird er ein bisschen verteilt und gescoutet. Und ich kriege nach und nach meine neue Rüstung zusammen. Oh, jetzt muss ich auch wieder Kindern helfen. Slay Ungrat, Hasmas, Guran and the Ankova, the Fallen. Alles klar, töten kann ich so am besten. Bevor ich das aber mache, machen wir nochmal ein kleines Poison an der Stelle. Und dann werde ich bis dahin auch meine letzten Skills hoffentlich unter den Mann gebracht haben. Um Gottes Willen. Bis Gottes Willen.